Wir sind heute in Blankenburg im Harz. Hier drüben steht ein Güterzug, der wird gleich von einer Ludmilla abgeholt. Oben drüber am Haus steht noch eine alte Losung. Etwas schwer zu lesen, aber wenn man genau hinguckt. Arbeiterklasse, Intelligenzkampf, solidarisch gegen Remilitarisierung Westdeutschlands. Das steht da. Fragen wir mal unseren Kameramann. Ist es denn nicht heute zu kalt im Harz? Ja, ganz schön. Haben jetzt hier so minus 5 Grad zurzeit. Ist schon sehr kalt. Und richtig warm angezogen? Ja, doch, alles dabei. Lange Unterhosen? Dreimal Pullover, einmal lange Unterhose. Schöne Mütze auf. Ja, mal sehen. Jetzt bin ich ja gleich oben auf der Diesellok. Da ist dann warm. Über 2 Stunden mussten wir warten. Aber nun ist es soweit. Jetzt läuft sie ein. Und das Warten hat sich gelohnt. Sie trägt ihre alte Reichsbahnbeschriftung, die Ludmilla 132 088. Ja, das ist die 232 088. Das ist also eine Lok der ziemlich ersten Lieferserie der Baureihe 132. Die Lok ist 1974 geliefert worden und ja, steht seitdem immer im Einsatz. Bei 32 fahren auch immer mit dazu. Ellbogen raus, Fenster auf und dem Sound lauschen. Das ist immer das Beste.